Ich bin richtig, richtig gut gelaunt. Mein Studium fängt an. Ich bin erst, sich selbst wirklich dazu motivieren müssen, den Laptop anzumachen und von zu Hause zu arbeiten. Und ja, ich glaube, das wird alles super interessant. Mein Studium fängt an. Ich bin Erste. Ich werde Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften studieren und ich freue mich so krass. Ja, ich habe 8 bis 12 heute Unterricht, Uni, Bio und Mathe. Mit dem fängt das an. Ich bin echt, echt gespannt, wie das auch alles online ist. Habe alles vorbereitet. Mein Tee, habe mir einen Zitrusin-Kaffee gemacht, so eine Kaffeealternative. Werde an einem Apfel snacken, habe heute Morgen halbe Stunde Pilates gemacht, geduscht und Frühstück ist auch schon in der Küche vorbereitet. Und ja, jetzt werde ich mal mein Handy anmachen und gucken, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt und gucken, dass ich den richtigen Zoom-Link finde. Aber viel Spaß bei diesem Video. Hat mich sowas von ausgenockt und ich muss da jetzt erstmal wieder reinkommen, mich so lange zu konzentrieren. Ich habe zum Glück nie mehr als 2 Module hintereinander, das heißt, ich habe nie mehr als 4 Stunden hintereinander, jeweils mit Viertelstunde bis halbe Stunde Pause dazwischen. Also es hat halt richtig gut gepasst, dass ich nach Bio gefrühstückt habe und dann nach Mathe hatte. Jetzt habe ich schon ein bisschen gechillt. Viertel vor 1 und ich bin fertig für heute. Das Ding ist, ich habe jede Woche einen anderen Stundenplan. Ich habe nämlich Module, die nur in bestimmten Wochen sind, die halt auch gar keinen Rhythmus von jetzt zweiwöchig oder sowas ist. Das heißt, ich kann mir auch nicht für jeden Tag sozusagen eine bestimmte Routine machen, sondern muss mir so eine allgemeine Routine jetzt irgendwie aneignen mit dem Nachbereiten und dann auch Vorbereiten für die Vorlesungen bzw. für die Praktika, die ich habe. Und ja, ich glaube, das wird alles super interessant und irgendwie, ich freue mich richtig darauf, jetzt so eine Uni-Routine zu haben. Bin gespannt, was das Ganze hergibt, wie es mir gefallen wird und freue mich auch schon auf morgen, auf mein Biopraktikum. Alles online natürlich, aber trotzdem. Und Chemie habe ich morgen auch. Ja. Mittag ist fertig. Es ist Dienstagmorgen. Ich bin vorbereitet. 8 Uhr geduscht. Heute habe ich ziemlich gestretched und ich glaube, ich fange an, meine Morgenroutine zu üben. Und jetzt habe ich Biopraktikum und Praktikum heißt, dass wir Labor haben, aber es ist alles online. Das heißt, dass wir die Mikroskop-Inhalte online sehen werden und dann abzeichnen werden, so wie die das erzählt haben. Meine Stirn leuchtet und ja, ich freue mich. Von einem Nap aufgewacht. Ich habe einen Nap vor 12 gemacht.
halbe Stunde, weil ich halt einfach so müde war und ich die Zeit hatte. Aber jetzt muss ich wieder weiter Uni machen. Mittagessen ist fertig und ich möchte kurz drüber reden, was ich gerade in der Zeit vom Lockdown wieder richtig wichtig finde, beziehungsweise allgemein online studieren, also sich selbst wirklich dazu motivieren müssen, den Laptop anzumachen und von zu Hause zu arbeiten. Es ist halt echt eine super, super schwere Zeit, aber was mir wirklich dabei hilft, ist Routine. Ja, ich bin jetzt erst am zweiten Tag mit meinem Studium, aber es geht allgemein um einen Tag zu haben, denn als ich kein Studium hatte und nicht irgendwie besondere Anlässe am Tag zu haben, überhaupt aufzustehen, fand ich es umso besser, eine Morgen- und wenigstens auch eine Abendsroutine zu haben und zwischendurch mir dann den Tag so ein bisschen selber zu gestalten. Was wir machen können, ist unser Gehirn etwas austricksen. Stell dir deinen Wecker weiter weg vom Bett, sodass du aufstehen musst, um ihn auszumachen. Zieh dir Sportsachen an, damit du dich daran erinnerst, dass du eigentlich noch Sport machen wolltest, oder eine Jeans, wenn du produktiver sein möchtest. Unterstütz dich selber mit Meal Prep an stressigen Tagen bzw. plane einfach grob, was du am nächsten Tag essen wirst, damit du nicht vorm Kühlschrank stehst und keinen Plan hast, was du eigentlich machen könntest bzw. essen könntest. Und wenn ich wirklich an dem Punkt bin, dass ich Sachen vor mir herschiebe und prokrastiniere, dann denke ich immer daran, dass ich es nicht mag, wenn ich mich selber enttäusche. Ich mache mir eine kleine Liste im Kopf, warum ich das machen sollte bzw. wollte, und dass ich am Ende des Tages besonders zufrieden sein werde, wenn ich all die Sachen geschafft habe, die ich mir vorgenommen habe. Klar möchten wir alle auf andere zählen können und andere auch nicht enttäuschen, aber was ist mit uns selber so? Ich bin richtig, richtig gut gelaunt. Heute ist Donnerstag, heute hat Lilly Geburtstag. Und ja, wir sind zwei Lillys, die zusammen wohnen. Und zwar habe ich ihr nachts einen kleinen Pancake-Kuchen gemacht, denn unser Ofen ist sowas von laut. Unsere Wohnung ist klein. Sie wohnt, oder ihr Zimmer ist direkt neben der Küche und die Tür zur Küche kann man nicht verschließen. Das heißt, irgendwie musste ich was machen, was sie nicht mitbekommt, und sie hat nichts mitbekommen. Das heißt, ich habe ihr einen kleinen Kuchen gemacht und zwei Geschenke gemacht, und so habe ich ihr auch einen kleinen Adventskalender selber gemacht, der richtig gut geworden ist. Und ich habe ihr nicht 24 kleine Päckchen gegeben und dann mit den Nummern, sondern ich habe 13 Päckchen und 11 Karten, wo jeweils so Quotes drinsteht, und zum 24. habe ich ihr dann schon ihr Weihnachtsgeschenk hingegeben, und sie hat sich richtig, richtig, richtig gefreut, und das hat mir so gute Laune gemacht. Und ja, mein Morgen war ein bisschen länger als geplant. Es ist jetzt 10:45, ich sitze gerade an Mathe dran und habe erst um 19 Uhr Vorlesung. Chemie nochmal, aber den ganzen Tag nichts außerhalb wirklich selber Mathe und Chemie nochmal zu machen. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie war ich so lange nicht mehr in such a good mood. Und mich würde das voll interessieren, wenn du den Style von diesem Vlog magst. Deswegen gerne einen Kommentar drunter. Ja, ich habe nichts mehr Spannendes heute Morgen außer Uni zu machen und noch ein paar dies, das. Deswegen werde ich das Video hier beenden. Bitte gib mir einen Daumen hoch und vergiss mich nicht zu abonnieren. Und ich wünsche dir auch einen sehr schönen Tag und sende dir ein bisschen gute Laune.